Und wo geht es jetzt hin? Wohin dieser Lawrence Washington seinen Arsch setzt. Liam, du kommst ja langsam so richtig in Rage. Er ist Templer und ein Politiker. Ist doch klar. Gut. Anker lichten. Was erlaubt sich der Chevalier, uns so rumzukommandieren? Wir sind Assassinen, so wie er. Er hat mehr Erfahrung und er kennt die Gewässer besser, Shay. Deshalb hat er hier das Sagen. Nun, er hat mich auch schon in der Siedlung rumgescheucht. Ist er ein Trüffelschwein, das Land besser kennt? Zeigt mir Respekt, Shay. Mir gebührt auch Respekt, Liam. Ich halte meinen Kopf hin wie alle von uns. Ja, doppelt so oft scheint es. Aber das reicht nicht. Der Chevalier überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft. Seine Erfahrung gibt ihm dieses Recht. Ich frage mich, wie viel Erfahrung ich brauche, bevor ich über Schlafen oder Handeln entscheiden darf. Ich schwöre, Liam, manchmal fühlte ich mich als Kind erwachsener als jetzt. Wir schliefen hart und bettelten um Essen, aber wir konnten entscheiden, wo und wann. Ja, und damit begrüße ich euch zu Assassin's Creed Rogue. Ich wollte euch eigentlich auf dem Schiff begrüßen, aber haben die gleich angefangen zu labern. Deswegen habe ich da gar nicht dazwischen reingesprochen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche bis jetzt und freut euch jetzt auf eine neue Folge Assassin's Creed Rogue, in der wir uns auf die Suche nach dem in der letzten Folge angesprochenen Lawrence Washington begeben. Schon da. Wollen wir doch mal andocken, würde ich sagen. Wir treffen gleich auf Land, Sir. Topsegel reffen. Anker setzen. Okay. Es ist halt immer noch alles so ein bisschen ein großer Prolog irgendwie gefühlt. Also man kann teilweise, wie jetzt ja auch, schreiten sie weiter voran, um das und das zu machen. Man kann auch nicht allzu viel machen, weil es halt noch einen gewissen Punkt gibt in der Story, der halt erst noch erreicht werden muss, weil sonst würde das alles keinen Sinn machen, Sinn ergeben, wenn man das jetzt schon machen würde. Oder könnte. Aber gut, ist ja auch nicht so schlimm. Wir wollen uns ja eh in dem Let's Play, wie bei den anderen auch, auf die Story konzentrieren, von daher. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Merkt aber auch schon, also ich will jetzt wieder... Es ist ja immer blöd, wie nennt man das? Unterstellungen zu machen, aber man merkt halt doch, dass da ein bisschen Streckung auch der Spielzeit drin sein soll. Wenn die mich da hochsappen lassen, um dieses Gespräch zu führen und dann hier wieder runterlaufen lassen. So, also es dauert nicht lange insgesamt, aber man merkt halt einfach, dass es unnötige Wege sind. Das hätte man die direkt ins Gespräch starten lassen können. Also diesen Anfang hier, Nordatlantik, Juli irgendwas und dann... Schwarzbildschirm und dann da hochgelenkt und dann hätten wir nur zurück zum Schiff gemusst. Und nicht, mit ein bisschen alles. Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm.
Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Alle Segel, sie verträgt das. Red Bank in Sicht, Sir. Ein gutes Jagdgebiet. Irgendein Zeug im Wasser, Sir. Der Wind verheißt Ärger, Captain Cormack. Ei. Da ist es. Also, Männer, Zeit, ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was auch geschieht. Lawrence Washington muss sterben. Ich werde dafür sorgen. Eine Blockade, Captain! Das wird nichts. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. Segelt ihr mit der Morrigan außenrum? Ei, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. Alles klar. Die Segel einholen! Eine Blockade. Und denkt an meine Worte, Shay. Washington muss sterben. Washington muss sterben. Ich glaube, ich habe es verstanden. Washington muss sterben. Wollen wir hoffen, dass das die richtige Entscheidung ist. Ich finde es immer witzig, Schiff beschatten. Wo soll es denn hin, wenn es hier in eine Bucht reinfährt? Das ist immer die große Frage, die ich mir stelle. Also, warum soll ich das beschatten? Ich weiß doch, wo es hin will. Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn es hier nur eine Bucht gibt und es hier reinfährt. Dann wird es ja wahrscheinlich in dieser Bucht anlegen. Na gut. Ei. Jetzt im Sitzen? Nee. Den hätten wir. Shoulder while you march. The most reliable firearm. She's your best friend when trouble rears its head. Oh, da gibt's noch einen, der ist gefährlich. Da oben bleibt er da immer stehen, oder? Sieht so aus. Okay, wir nähern uns dem Paket. Den sollten wir eigentlich killen können, wenn der wieder zurückkommt hierher.
er schon wieder alarmiert? Warum ist er schon wieder alarmiert? So, weil da vorne noch einer liegt. Warum gehen die immer so in die Hocke? Die sehen aus, als ob sie gerade aufs Klo gehen. Naja. Kommt er überhaupt bis hierher, oder? Der da oben kommt jetzt wieder. Ja, der kommt nie bis hier hin. Ja. Ja. Mein Gott. So. Jetzt sind nur noch zwei Leute auf dem Schiff, oder? Die laufen immer schön zusammen, das heißt, die könnten wir in einem Doppelattentat kriegen. Wir müssen nur an denen vorbeikommen erst. Ah ne, so nah sind die auch nicht zusammen. Okay. Schade. Doch, eigentlich schon, ne? Die haben sich jetzt nur gerade getrennt in der Mitte. Let's ask around. For what good it will do. What? Kill dead. God damn it. I'll root out whoever started this. Mark my words. I have no interest in this story. Oh, was ist das? Ein Gewehr? Ihr da! Halt! Wohin wollt ihr? Wie kann das sein? Man hört gar nichts. Vielen Dank, Master. Master Washington. Luftgewehr. Sollen also die Schlafpfeile einer neuen Generation. Welch seltsame Überraschung. Das hatte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich zu Washington und ihn befragen. Party ist angesagt. Nett. So, fünf Leute damit rasend machen, war die Quest. Erst mit denen noch Filmen ein. Dass wir hier in Ruhe weiter können. Okay, hier sehe ich erstmal keinen Gegner. Mehr, die sind jetzt wahrscheinlich alle abgezogen, hoch zum Anwesen. Ja, nicht alle, aber die meisten. Ein paar sind schon noch, aber nicht mehr so viele. Der müsste eigentlich am besten sein, weil er von da oben, genau, die Leute erschießen kann. Clear shot on it.
bastards a mistake. I have a clear shot. Lief doch schon mal gut, finde ich. Also es lief echt gut. Du hast den Weg schön sauber gemacht, also den Hauptweg irgendwie. Muss ich ihm schon für danken. Gar nicht weiter. Hier ging es wirklich nur dahin, um den Brief zu finden. Ah, ich dachte, hier kommt man auch hoch, oder? Doch, hier muss es doch hochgehen. Ja, hier geht's doch hoch. Wollte schon sagen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wenn es hier keinen Weg außen rum gäbe, sondern nur den Hauptweg. Gartenfest nicht entdecken lassen. Okay. Egal. Okay, wie gehen wir jetzt am besten vor? Wir können ja erstmal die Schlafpfeile auswählen. Als erste Maßnahme. Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. Ich weiß nicht, ob hier die Dächer eine gute Möglichkeit sind. Können Sie mal probieren. Gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Ah. Wusste doch. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Wo sind wir denn rausgekommen?
from the public house. Meint er nicht? Durchaus. Master Washington hat sich selbst übertroffen. Er sah aber ziemlich blass aus. Und sein Husten ist schlimmer denn je. Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Ich glaube, da kommt gleich, da läuft er hier mit zu Runden. Ist halt blöd, man weiß halt nicht, in welcher Mitte oder beziehungsweise bei welchen Leuten er sich hinstellt. Ne? Könnte ja überall sein. Aber so sind wir halt sicher, dass er hier auf jeden Fall vorbeikommt, weil er immer die gleiche Pattern an Runden läuft. So, jetzt kommt er gleich wieder. Ja, das ist halt natürlich, ne? Die Darstellung ist da schon ganz wichtig für das Spiel. Muss ich den jetzt wirklich eliminieren? Natürlich ist er vielleicht kein Heiland, aber muss ich einen sterbenden Menschen töten? Und somit noch früher so von seinem Bruder wegnehmen, oder könnte man da ein bisschen flexibler sein, wenn es um die Anwendung des Credos oder der Aufträge geht, die einem der Orden verleiht? Das ist, glaube ich, die Frage. Gut, dass ihr kommen konntet. Das ist nichts. Kein Grund zu... Ihr seid zu spät, Assassine. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Rauchbombe. Gott verdammt, ich muss eilen. Ich muss die Morrigan erreichen. Liam, ich hoffe, du bist mit dem Schiff da. Ist das ein Schiffsmörser? Das gehört. You think you can escape? Bastards on the site. Vorsicht, Jay. Das hat gesessen, Captain. Ich steh das nochmal. What? Oh, Spiel. Achtung, Jay. Diese Gewässer sind voller Feinde. Wir sind beschädigt! Wir zerschnitten! Und alle außer großen Bergen! Feuer!
kann mehrere Salven feuern. Feuer! Halt hier! Captain! Die sind uns überlegen! Na gut. Ha, die sind uns nicht gewachsen. Einfach nur aus dem Gebiet entkommen. Gucken wir mal. Geh so oft wie möglich in den Großdingsbums, also in den in den Reisemodus. Lawrence Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Freut euch, Shay. Selten konnten wir die Templer in solch Unordnung stürzen. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Nun gut. Glauben wir das hoffentlich auch mal. Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf? So ist so düster über der Heimstatt, da Miss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah ja, ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Krasser Themenwechsel, würde ich sagen. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr, Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Wir sind fast da, Captain. Le Chasseur wird uns erwarten. Und der Chevalier? Oh, ein kleiner Preis für eine Spur zur Vorläufer-Schatulle. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Locker trimmen! Alle Segel einholen! Ah. Captain ist im Wasser! Jo. Dann wollen wir mal. Ja.
uns mit unserem Lieblingsschisseur treffen. Nicht mit irgendeinem Schisseur, sondern Le Schisseur. Geiseln befreien ohne entdeckt. Achso, das ist Nebenmission, wollte ich schon sagen. Ja. Ein kleiner Sieg. Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfour wäre beinahe gefolgt. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Packels Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Mhm. Packelgewehr. Schwachstellen abfeuern, also quasi die Drehbossen aus dem bisherigen Spiel. Mehr Segel, Männer! Captain? Ich begleite euch auf der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Ihr seid bester Laune, Shay. Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie, habe sie aber nie in Aktion gesehen. Mhm. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Ei, er segelt in diesen Gewässern. Und vielleicht hat er die Vorläuferschatulle. Ein günstiger Zeitpunkt. Göttin Fortuna schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Kann dieses Fass auch schneller? Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Unser Ziel ist sehr gescheit, aber nicht in seinem Element. Sammeln diesen Schatzmeister, Templer. Was er hier auf Sibylle schießt, sich vielleicht wollte er jemanden treffen. Oder stieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich davon. Nun, er war lange auf Reisen. Jetzt können wir ihn schnappen. Smith verwaltet die Reichtümer der Templer, nicht wahr? Ist er aus dem Weg? Washington vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Er könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Vorsicht, Simpel! Ihr zerstört die Schatulle! Seht, Captain! Er bricht durch das Eis! Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Was ich vorher noch sagen wollte, vermutlich Connor und seine Mutter, glaube ich, war das. Das heißt, die haben wahrscheinlich erst bei Achilles gelebt. Es klappt! Der Weg ist frei! Wurden dann und erneut ist euch das Glück droht. Ich wusste nicht aber mehr. Verschwendet keine Zeit mit Jubeln! Smith entwischt uns! Achtung, Jay. Die Gewässer sind voller... Eine Falle! Aber Jesus, Diablo noch fern! Smith darf nicht entkommen! Schießt drauf, Captain! Bereit zum Zuschlagen! Halt fest, halt fest! Das war jetzt ein richtiges Endermanöver. Ja, geil. Glaubst du, das sind Black Flag? Auch ich glaube nicht. Ich habe das mal erlebt, zufällig oder so.
Wo ist Smiths Schiff geblieben? Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Wir finden ihn. Bei der Nebenmission. Herr Smith, ihr segelt weiter. Sicher wollte er eurem Untergang beiwohnen. Da muss ich ihn enttäuschen. Er ist noch in Reichweite. Das wird sein Verhängnis werden. Genau, also Connor, ich weiß auch nicht mehr, wieso er zu Achilles gekommen ist. Ich weiß nur, hat dann irgendwie in dem Dings geschlafen, in der Garage, und dann dem Mann geholfen, als er angegriffen wurde. Aber wie gesagt, genau weiß ich es auch nicht mehr. Ist immer blöd, dass man so wenig von den Stories behält, aber manche Sachen bringt man halt auch durcheinander und spielt für andere Spiele. Und man muss sich ja in seinem Leben auch noch... Noch eine Templer-Taktik. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Che! Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Als Spiele zu spielen, muss ich auch andere Sachen merken als Spiele. Spiele-Stories. Alle außer Großbergen! Öffnet die Hauptsegel! Aufgeien! Segel setzen! Bewegung! Hat jemand meinen Pelz gesehen? Genau, Großsegel setzen! Setzt jeden Zollsegel! Mars- und Topsegel bergen! Der Segel! Alle Segel! Vorsicht! Das so. Ist ein raues Lüftchen! Segel reffen! Großsegel setzen! Wir werden doch heute noch dahin kommen, oder? Wow, jetzt sind die wissen wir, wo es hingeht. Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt ihm an Land. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Anker! Ja. Na, es ist aber gut. Wurfpfeile bestehen aus einem Seil mit einem tödlichen Stilett am Ende. Drücken Sie Y, wenn Sie sich im Ziel befinden, um ein Attentat zu verüben. Okay, warum habe ich jetzt Wurfpfeile? Habe ich jetzt. Okay. Na gut. Aber woher kommen die jetzt plötzlich? Na gut, egal. Ist ein Ende, Assassine. Das werdet ihr bereuen. Das kann nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja, aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Lief auch sehr gut. Das ist brennendes Öl. Sie können jetzt brennendes Öl abwerfen, um Verfolgerschiffe zu beschädigen. Zielmodus für brennendes Öl aktivieren, nach hinten blicken und LT halten. Mit. Okay, also wie Feuerfässer, nur jetzt halt als brennendes Öl. I see. Das ergibt jetzt nun wieder Sinn, finde ich. Also, jetzt haben wir ihn hier gestellt und konnten sein Schiff auseinandernehmen und haben diese Technik uns jetzt quasi angeeignet. Die wir ja schon bewundert haben, als wir hier angekommen sind. Nun gut, dann einmal zurück und weiter im Programm. Oder ist das hier auf der Insel gleich? Nee, ist Quatsch. Nope, ist nicht hier. Wo ist es denn überhaupt? Oh.
Okay, dann können wir erstmal nach Nordamerika eine Schnellreise machen, theoretisch, oder? Ich habe die Vorläuferschatulle. Smith ist tot. Sehr gut, Shay. Wo ist der Chevalier? Zurück zu Garfaux. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Ich weiß, wir brauchen... Aber um welchen Preis? Samuel Smith. Er konnte kaum... Typ. Oh, dieses... Ist echt ein bisschen blöd gemacht manchmal. Top, Bram, Marssegel! Segelbergen, an die Schoten! Na schade, ich dachte, jetzt fangen sie nochmal an. Dafür singen sie jetzt, das ist doch auch schön. Ich will nur gucken, wohin, dass wir nicht wieder den falschen Weg fahren. Okay, einfach zu dem AL. Perfekt. Also die Kritik war, dass der Smith ja noch nicht mal, also es war einfach ein kleiner, dicker Mann, der konnte noch nicht, sich noch nicht mal groß wehren. Und warum wir die alle töten. Albany. Gleiches Jahr, gleicher Monat sogar. Ja. As an artist. Okay, wieso ist hier Sperrgebiet? Strange. Ist hier wohl der siebenjährige Krieg ausgebrochen? Weil die sich hier so symbolhaftig gegenüberstehen, als ob das der Fall wäre. Naja, gucken wir gleich mal. Jetzt erstmal zum Ziel. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Templerwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. Und war vorübergehend Colonel of the Warriors of the Six Nations. Er ist jetzt verantwortlich für die Abgaben in New York, glaube ich. Er besitzt Güter und Handelsposten überall in den Kolonien. Er hat vor William Henry gebaut. Nie von ihm gehört. Oh, gleich eine Dreierveranstaltung da. Ich will da drüben aufs Haus, also erst hier dann die zwei killen, wenn der wegläuft, genau. Und dann da drüben da rein in den Busch und dann hoch. Aufs Haus. Bitte kein Doppelkill, danke. Manchmal triggert das System falsch, das nervt immer echt. Passiert nicht nur selten, sondern relativ oft.
Ah, das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrop gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ah. Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Du dummgesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile noch vor Frederick und sag Master Wardrop, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Der Rotrock-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Kolonialregierung, mit oder ohne Erlaubnis Ihrer Majestät. Und jetzt zu Wardrop und dem Manuskript. Das lief extrem gut. Ich gebe zu, es war wahrscheinlich auch ein bisschen buggy. Aber so im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein. Also, dass die mich nicht gesehen haben im Sperrgebiet, obwohl ich genau vor ihnen stand und sowas, das meinte ich mit Buggy. Was ist denn das hier? Aha. Okay. So, Colonel Wardrop per Luftattentat töten war die Bonusmission. Wenn ich das richtig gehört habe. Gucken wir doch einfach mal. Hier geht's hoch. Hier rum. Ist nicht mehr mein Problem, er ist um die Ecke gegangen. Was schert mich da noch der Typ? Ja, Hood soll sie ja dann in Valhalla auch wieder geben. Und dieses Social Stealth, was wir vorhin gemacht haben mit... Lawrence Washington. Ist er? Ich würde sagen, da drüben kommen wir am besten an ihn ran. Von daher. Ja, da oben auf dem Gebäude, glaube ich, kommen wir sehr gut an ihn ran. Wobei, vielleicht auch hier schon. Ah ne, er läuft schon wieder zurück. Okay. Ne, lass jetzt erstmal den. Ich kill jetzt erstmal den hier, wenn er vorbeiläuft. Das meine ich. Das System triggert manchmal Scheiße. Aber gut. Oh!
Der flieht. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Soldiers, to me! Shit. Die Templer werden Rache nehmen. Oh, es funktioniert sogar noch. Perfekt. Also nicht ganz so das perfekt. Das nehme ich. Du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann. Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Ganz schöne Körperspannung für den Tod. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Ganz schöne Körperspannung für den Toten. Dass er da nicht nach hinten umfällt oder so. Und das war's schon. Perfekt. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns hoffentlich wieder bei unserer nächsten Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei unserer nächsten Folge, genau. Bei unserer Fortführung unseres Bestrebens, das Manuskript sicherzustellen, damit die Templars nicht für ihre Zwecke benutzen können. Und ich glaube, wir werden auch nochmal mit Benjamin Franklin uns treffen. Soweit ich die Story noch in Erinnerung habe, und das ist natürlich auch schön. Das ist ja auch gerade das, was viele Leute an Assassin's Creed mögen. Ich erinnere mich heute noch dran, wie ich damals Leonardo da Vinci in in Assassin's Creed 2 getroffen habe. Was eine sehr schöne Sache ist und auch sehr gut umgesetzt war, meiner Meinung nach. Aber vielleicht spielen wir das auch nochmal irgendwann. Das gibt ja nichts, ist ja nichts unmöglich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.